Herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, zu einem neuen Video auf dem Halbgottschmiede-Kanal. Und normalerweise würdet ihr mich jetzt wahrscheinlich zu Hause mit einer Tasse Kaffee in der Hand sehen. Aber da das vielleicht nicht ganz so spannend ist, dachte ich mir, wir gehen mal in die Natur und unterhalten uns hier ein kleines bisschen. Worum soll es gehen? Der Videotitel lautet Revolution bzw. Evolution, je nachdem, wie ihr es lesen wollt. Um euch zu erklären, worauf ich mit dem ganzen Thema hinaus will, lasst uns mal ein paar Jahre in der Fitnesslandschaft zurückgehen. Wir sind in den späten 2000ern, also im Übergang 2009, 2010, 2011. Fitness-YouTube steckt quasi noch in den Kinderschuhen. Namen wie Karl S. und Flavio Simonetti fangen an, bekannt zu werden. Nun, was haben diese Menschen geprägt? Eine Bewegung, Fitness, Kraftsport, Bewegung und vor allen Dingen ein Körperideal in jungen Menschen auszulösen, welches durchaus sehr ästhetisch ist, durchaus auch sehr ansehnlich, aber nur bis zu einem gewissen Punkt überhaupt funktional. Funktionalität meine ich damit jetzt auch nicht im Sinne eines Les Mills Fitnesskurs oder eines TRX-Kurses, sondern Funktionalität im Sinne von Leistungsfähigkeit. Und lasst uns nicht vergessen, dass Fitness in der Übersetzung Angepasstheit bedeutet, nicht wahr? Die Evolutionstheorie ist nicht Survival of the Strongest, auch nicht Survival of the Fastest, sondern Survival of the Fittest. Das heißt, Überleben, Fortschritt des Angepasstesten. Angepasstest an seine Umgebung, an seine Herausforderungen im Alltag und natürlich für uns auch in unserem Sport, in unserem Leistungsbereich. Nun ist es so, dass diese Flut und Welle des aufkommenden Fitness-YouTube dafür gesorgt hat, dass Menschen einerseits sich sehr viel bewusster mit ihrem Körper auseinandersetzen, andererseits sehr viel bewusster auch mit der Ernährung und schlussendlich hat es zu einem, gerade in jungen Jahren, bei den vielleicht etwas weniger gefestigten Charakteren, nennen wir es Fitnesswahn geführt, der im Endeffekt fast schon eine Angst vor dem Zunehmen und vor dem Aufbauen von Körpergewicht sich manifestiert hat. Das heißt, im Endeffekt haben Leute angefangen zu trainieren, wiegen 50, 60, 70 Kilo und haben unglaubliche Angst davor, überhaupt mal ein paar Gramm Fett zuzunehmen. Auch mir ging es so, ich habe natürlich als dicker Junge angefangen mit dem Sport, habe dann sehr viel abgenommen, habe mich sehr wohl gefühlt. Das erste Mal habe natürlich auch ganz anderes Feedback bekommen zu mir selber, andere Resonanz auf meine Erscheinung und hatte dann panische Angst davor, wieder zuzunehmen, kein Sixpack mehr zu haben, nicht mehr definiert zu sein, weil es mir eigentlich mehr von außen suggeriert wurde, also mehr von den Leuten, denen ich gefolgt bin, als von den Leuten, die vielleicht auf mich reagiert haben. Ist das eine gute Idee? Nun, es ist vielleicht eine Sache, die man als junger Mensch durchmachen kann und muss. Mein guter Freund, der Carsten Pfützenreuther, sagt immer, die Leute haben heute quasi eine anerzogene Essstörung durch dieses ganze Thema, weil ihnen suggeriert wird, du musst unbedingt definiert sein, du musst unbedingt fit aussehen, du musst ein Sixpack haben, du musst seitlich sichtbare Bauchmuskeln haben, ohne dass im Prinzip klar ist, was man dafür für, nennen wir es mal, Opfer und Entbehrungen bringt. Was ist jetzt also die Revolution oder die Evolution? Was ich bemerke und was ich auch der Arbeit von leistungsorientierten Fitness-YouTubern wie auch einem Dennis Kohlrus, der nun ein ganz anderes Bild verkörpert, auch einem Lawrence Charley, der international sein Fitness-YouTube macht, beziehungsweise ein Strongman-YouTube, einem Alan Thrall und einigen anderen, Mark Bell auch ein Stück weit, bei denen die Leistungsfähigkeit im Vordergrund steht. Natürlich darf man nicht vergessen, dass sowohl Powerlifter, Elite-Powerlifter, wie auch Strongman Extremsportler sind. Extremsport ist kein Gesundheitssport,
warum ist ein Top-Fußballspieler mit Anfang 30 alt? Weil das nun mal dem Körper mehr abverlangt als Gesundheitssport, reines Fitnesstraining. Nun ist es aber so, dass das, was wir euch versuchen zu vermitteln, das, was auch ich versuche zu vermitteln, ist, wenn du überdurchschnittlich und vor allen Dingen auch übernatürlich stark sein willst, und damit meine ich nicht durch die Zuhilfenahme von leistungssteigernden Substanzen, sondern übernatürlich heißt im Prinzip mit mehr, als was man mit so täglicher Arbeit, vielleicht auch mit körperlicher Arbeit an Kraft aufbaut, gesegnet zu sein, ist übernatürlich. Das heißt, man erarbeitet sich Kraft und Muskulatur und Muskelmasse, die man normalerweise nicht hätte. Und dass das eben auch etwas Bestimmtes bedarf, nämlich die entsprechende Zufuhr von Nahrung, von einer entsprechenden Menge an Nahrung, Nährstoffen, Eiweiß, Fette, Kohlenhydrate, Mikronährstoffe. Es geht mir gar nicht um die Aufteilung, denn das ist im Endeffekt sehr simpel. Aber vor allen Dingen auch, dass Leistungsfähigkeit und vor allen Dingen auch ein hohes Gewicht mit sich rumzuschleppen eben nun mal bedeutet, verdammt nochmal viel zu futtern. Jetzt ist es natürlich so, dass man dabei auch Fett zunimmt. Die Frage ist ja immer, ist das überhaupt schlimm? Ist das ein Problem? Und da sage ich euch ganz klar drauf, nein. Und ich freue mich zu sehen, dass viele Follower mittlerweile auch diesen Weg gehen, auch Leute, die vielleicht schon ein bisschen mehr wiegen, nicht unbedingt Angst haben, dass sie jetzt nicht erst mal abnehmen. Nehmen wir mal einen jungen Menschen mit 18 Jahren, der vielleicht auf 1,80 Meter 100 Kilo wiegt und noch gar keinen Sport macht. Dann hat dieser junge Mensch wahrscheinlich erstmal einen relativ hohen Körperfettanteil. Ist das jetzt schrecklich? Nun, vielleicht hat er noch nicht das richtige Selbstbewusstsein, das ist alles nachvollziehbar. Aber wenn er mit dem Sport anfängt und selbst wenn er eine Energiemenge zu sich nimmt, die dafür sorgen wird, dass sein Körper sich erstmal vom Gewicht gar nicht groß verändert, bis auf normale Schwankungen, die jeder von uns hat, wird ja der Körper anfangen, sich umzuformen. Denn er passt sich ja den neuen Gegebenheiten, den neuen Herausforderungen, denen wir uns stellen, an. Und das finde ich ganz wunderbar, dass viele junge Leute mittlerweile bemerkt haben, dass ein funktional starker Körper, auch ein übernatürlich starker Körper, nicht bedeutet, dass man sich auf einen ebenso unnatürlichen Körperfettanteil runterhungern muss. Heißt das jetzt, Tetzel, bist du gegen Diäten? Möchtest du nicht, dass wir definiert sind und gut aussehen? Doch, selbstverständlich. Nur ihr sollt euch bewusst sein, dass das nicht unbedingt Hand in Hand geht mit dem Ziel, überdurchschnittlich stark zu sein und überdurchschnittlich viel Muskulatur zu haben. Ich selber, ihr wisst es, stand auf der Bühne bei einem naturalen Bodybuilding-Verband. Also ich hatte nicht unbedingt das Gefühl, dass ich dann wahnsinnig überdurchschnittlich viel Muskulatur hatte. Das kann jeder selber für sich beurteilen. Ich stand auf der Bühne mit 96 Kilo auf 1,91 Meter. Also ich fand mich eher dünn. Natürlich habe ich da schon fleißig trainiert, habe hart trainiert, schwer trainiert. Aber Leistungsfähigkeit und Bodybuilding, Bühnenform sind schwierig miteinander zu verbinden. Wie gesagt, ich freue mich zu sehen, dass viele von euch verstanden haben, was es bedarf, stark zu sein, dass es auch nicht schlimm ist, etwas mehr zu wiegen. Und schlussendlich ist eine Diät immer machbar. Fast jeder Mensch kann, abhängig natürlich von seinem Körperfettanteil, in einem Zeitraum X, ob es 16, 32 Wochen sind, ob es 10 Wochen oder 8 Wochen sind oder vielleicht auch nur 4 Wochen, wenn man sowieso schon relativ schlank ist, in eine Topform kommen. Und mit einer Topform meine ich jetzt nicht unbedingt den 6% Körperfettanteil für eine Bodybuilding-Bühne. Ich meine damit eher so einen Körperfettanteil zwischen 12% und 15%, wo man durchaus auch Bauchmuskeln ein bisschen sieht. Jetzt fragen natürlich auch wieder viele, Tetzel, Körperfettanteil, ja, das sind so pauschale Richtwerte. Niemand hat den an die Stirn getackert. Bei niemandem ist es überhaupt in irgendeiner Form relevant, ob der so klar messbar ist. Es geht nur um eine grobe Orientierung. Wir können von einer Sache ausgehen, wenn euer Bauchumfang, und das ist jetzt ein viel einfacher Richtwert, kleiner oder gleich der Hälfte eurer Größe ist, dann seid ihr sehr schlank, relativ schlank. Was heißt in dem Fall relativ? Also auch für andere. Wenn er größer ist,
kann es sein, dass ihr nicht mehr als schlank angesehen werdet. Wobei natürlich da auch wieder die Frage ist, wie ist das Verhältnis zu eurem Brustkorb und eurem Schultergürtel? Das ist für mich ein viel besserer Richtwert, der viel einfacher abzuschätzen ist. Auch ob man noch in einem Bereich ist, wo der Körperfettanteil in Ordnung und gesund ist, als jetzt eine Definition über die Bauchmuskeln oder über irgendwelche Streifen. Denn auch da ist es ja wieder das, bei jedem ist es anders. Bei dem einen sieht man bei einem höheren Körperfettanteil irgendwelche Abs, Bauchmuskeln, bei einem anderen halt noch nicht. Macht euch darüber nicht verrückt, esst eurem Ziel angemessen. Damit schließt sich der Kreis dieses Videos, die Botschaft. Lasst uns zeigen, dass Leistung und Leistungsfähigkeit verknüpft sind mit Nährstoffzufuhr, mit genügend Essen, um das zu schaffen, was man schaffen will. Möchte ich 100 Kilo über Kopf drücken? Schaffe ich es noch nicht? Muss ich erstens natürlich trainieren, das heißt meine Muskeln trainieren, stimulieren zum Wachstum, muss meine Nerven schulen, ja, neuronale Pfade, kennt ihr alles das Thema. Und ich muss natürlich, wenn ich sie stimuliert habe, sie auch versorgen. Und hab bitte keine Angst davor, ein paar Gramm oder auch ein paar Kilogramm Fett zuzunehmen. Denn die wirst du auch wieder los. Die nächste Diät kommt bestimmt. Wie ist deine Erfahrung damit, lieber Sportsfreund? Isst du noch oder trainierst du schon? Oder andersrum, trainierst du schon oder isst du noch? Soll heißen, bist du schon auf dem Pfad der Leistungsfähigkeit angekommen? Oder ist für dich ein definiertes Äußeres viel wichtiger als das, was du an Gewicht bewegen kannst? Was natürlich auch ein völlig legitimer Ansatz ist. Ich möchte damit niemanden verurteilen und glaubt mir, ich weiß, dass die mentalen Strapazen einer Bodybuilding-Vorbereitung, wo man gut aussehen möchte, wenn man am schwächsten ist und sich am schlechtesten fühlt im Verhältnis, größer sind als die von einem Powerlifting- oder Strongman-Wettkampf, wo man gut im Futter aus dem Training raus mit etwas Regeneration seine besten Leistungen abruft und diese dann präsentiert. Natürlich gibt es auch Powerlifter und auch Strongman, die Gewichte abschmeißen, also Körpergewicht abschmeißen, um in einer Gewichtsklasse zu sein. Ist nicht das Thema, ihr versteht, was ich meine. Ja, also, wie ist dein Ziel? Geht es dir darum, ästhetisch geformt zu sein? Was heißt für dich Ästhetik? Reicht es dir, wenn du schlank bist nach meiner Definition? Musst du ein Sixpack haben? Musst du vielleicht sogar sichtbare seitliche Bauchmuskeln haben? Oder sagst du dir, hey, stört mich gar nicht, solange wie Brust und Bauch noch auf einer Linie sind und ich durchaus eine beeindruckende Erscheinung habe, auch mit einem T-Shirt. Machen wir uns nichts vor, natürlich spielt für jeden von uns gewisse eitle Motive eine Rolle. Aber wer den Leistungssport liebt und die Leistungsfähigkeit, der stellt diese vielleicht dann doch durch das Bewusstsein an zweite Stelle. Und das ist mein Appell, Leute. Sucht euch Ziele und seht zu, dass ihr dafür euch entsprechend ernährt und mit Nährstoffen versorgt. Ich freue mich auf eure Kommentare, freue mich über einen Daumen hoch, gerne auch den Channel abonnieren, die Glocke drücken. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Video wieder auf dem Halbgottschmiede-Kanal mit dem Tetzel und dem Dragon Slayer Mode. Dankeschön.